Ein herzliches Hallo zu unserem montäglichen Soul Brunch. Danke euch allen, die immer wieder so regelmäßig da sind und gemeinsam üben und die Selbststärkung lieben und das Leben einfach gemeinsam gut in den Tag zu starten mit unseren Tau-Übungen, Tau-Meditation. Und das, was heute so ganz besonders stark da ist, versuchen mal hinzuhören, was ist so das Thema für heute oder auch für die Woche, sind diese besonderen 10 Qualitäten, die uns Dr. Master Shah lehrt, dass sie uns einfach im Leben weiterbringen, weiterentwickeln, weiter stärken und uns aufbauen und uns auch anleiten können, wenn wir mal in Phasen sind, die uns irgendwo nicht so gut tun. Einerseits könnte man davon sprechen, dass das Charaktereigenschaften sind, auf jeden Fall. Und auf der anderen Seite sind es einfach diese höchsten Eigenschaften dieser Welt, die wir im Westen als Quelle bezeichnen, beziehungsweise die wir in Laozes Lehren als Tao kennen oder die man vielleicht im Kirchlichen als Schöpfungsenergie bezeichnet. Als Schöpfung oder überhaupt im Christlichen wird man wahrscheinlich sogar Gott dazu sagen. Das ist einfach all diese Kraft, die für uns Menschen doch schwer ist zu benennen. Im Chinesischen haben wir für Gott eine sehr schöne Personifizierung auch. Dort gibt es diesen alten Großvater im Himmel, der eben sehr weise mit seiner Kraft für uns Menschen da ist und uns unterstützt. Und so hat, ich glaube, jede Philosophie, jede Richtung, jede Tradition ihren Zugang, ihre Ansätze, es uns Menschen verständlicher zu machen, was denn so diese hohen Eigenschaften sind oder hohen Quellen sind, woraus alles entsteht. Dr. Master Shigang Sha hat uns damit geholfen, dass er uns diese 10 Eigenschaften benannt hat. Das heißt, wir haben 10 sogenannte größte Eigenschaften, die uns helfen zu verstehen, was denn so die Anleitung sein kann, wo wir uns auch hin entwickeln können. Das heißt, diese 10 Eigenschaften, diese 10 Qualitäten, die finden sich schlussendlich dann auch in den Tau-Kalligrafien wieder, mit denen wir gerne üben, also eben hinter mir eine Tau-Kalligrafie zum Beispiel. Und das sind jene Eigenschaften in uns, die, wenn wir sie weiterentwickeln, dann wachsen wir in unserer eigenen Kraft, wir wachsen aber auch in unserer Glückseligkeit, in sich erfüllt fühlen. Wir haben über diese 10 Qualitäten die Möglichkeit, nicht nur diese innere Freude zu entwickeln, die uns freier macht von allem Außen, sondern wir haben auch die Möglichkeit, damit eigentlich jede Herausforderung des Lebens zu transformieren. Und so wollen wir mit diesen 10 Qualitäten heute in die Woche starten. Jetzt Montagmorgen, für alle, die das Video später anschauen auf YouTube, eben jeder Tag ist wunderschön, mit diesen 10 Qualitäten zu beginnen. Meine erste große Erkenntnis war, wann war das? Ich glaube, das war 2017 oder 18. Da hat es einen großen Wunsch gegeben für mich, ein großes Ziel auf meiner spirituellen Reise, ein bestimmtes Niveau an Entwicklung zu erreichen. Und das war aber immer wieder sehr knapp dran. Aber ebenso dieser große Durchbruch, der war nie da, über die Jahre hinweg. Und einmal habe ich dann Dr. Master Shah zugehört, wie er in seinen Neujahrs-Blessings uns erzählt er davon, dass die
die ersten 12 Tage eines Jahres, die ersten 12 Stunden eines Tages, die ersten 12 Minuten eines Moments enorm entscheidend sein können. Und diese ersten 12 Tage habe ich dann so genutzt für mich, dass ich jeden Tag eben eines dieser 10 Qualitäten für mich genutzt habe, in dem Fall geschrieben habe, nachgefahren habe und somit ganz intensiv in dieses neue Jahr gestartet habe. Und eben am 11. und 12. Tag habe ich noch eine zweite, dritte Kalligrafie, also 11. und 12. Kalligrafie hinzugenommen. Und das war wirklich in diesem Jahr, das war zum ersten Mal ganz anders. Und dieses schöne große Ziel, das ich über Jahre hatte, ging dann auch im Februar dann in Erfüllung. Also es ist schon faszinierend, was wir alles schaffen können, wenn wir uns mit eben dem Himmel näher, tiefer verbinden und diese 10 Da-Qualitäten, diese 10 Größten, da bedeutet alles Größte, das Allergrößte, das sind jene Qualitäten, die uns eben helfen, diesen Zugang zu schaffen. Es sind in Wirklichkeit Tore. Man kann sich das so vorstellen, dass jede Tau-Kalligrafie auch dieses Portal ist zu diesem Lichtfeld, Energiefeld. Und so wollen wir sie jetzt einfach in unsere Mitte auch rufen. Und wenn du jetzt persönlich ein Anliegen hast, wo du sagst, da wünschst du dir mehr Stärkung, mehr Kraft oder vielleicht auch einen Hinweis darauf, wie kann es da weitergehen in diesem Lebensbereich, dann ist eine dieser 10 immer der Schlüssel dafür. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass es durchaus auch chronologisch so sein kann, dass immer mal ein erster Zugang zu einem Lebensthema der ist, dass wir einfach diesem Thema, dieser Herausforderung oder diesem Weg einfach mal mit größter Liebe füllen. Also mit Da-I, greatest love. So laden wir sie jetzt einfach mal ein in unsere Mitte, du kannst dafür gerne die Augen schließen. Und einfach mal entspannt ein- und ausatmen. Wir vorstellen, wie wir so alle im Kreis jetzt sitzen, alle, die live da sind, aber auch alle, die später das Video anschauen werden. Wir können dazu gerne auch in Gedanken sozusagen alle einladen, wo wir gerade wissen, die brauchen Unterstützung. Wenn es unsere Liebsten sein, Familienmitglieder, Haustiere. Wir sagen dazu, wir laden sie auf Seelenebene ein. Und dann spricht man einfach den Namen der Person oder des Haustiers aus und lädt ganz bewusst die Seele von ihm oder ihr ein, zu uns zu kommen. Mach das auch kurz in der Stille für jene, wo ich weiß, die bitten derzeit besonders um Unterstützung, beziehungsweise eben meine Liebsten. Wir lieben, ehren und wertschätzen euch. Wir laden euch von Herzen ein. Seid jetzt dabei, macht mit in den Übungen, um uns zu stärken, um uns auch zu befreien von Belastungen. Danke, dass Sie unserer Einladung folgen. Du kannst vielleicht spüren, dass unser Kreis jetzt wirklich größer wurde und Vielfaches. Und so bitten wir jetzt die 10 größten Qualitäten der Quelle,
aber auch der Heiligen, sich jetzt um uns in Kalligraphieform aufzubauen, aufzustellen. Es entsteht dann eine Kreisform um uns, und aus diesem Kreis heraus machen wir unsere Übungen. Bitten die Qualität der größten Liebe da ein, der größten Vergebung da kommt Schuh, des größten Mitgefühls da zu weh, des größten Lichts da kommt Min, der größten Demut da Chin Weh, der größten Harmonie da Hüschi, des größten Erblühens da Changshan, der größten Dankbarkeit da Gangen, des größten Dienens da Furu, und der größten, höchsten Glückseligkeit oder Erleuchtung da Yuanman. Wir bitten all diese 10 Qualitäten jetzt zu uns in unser Kreis und uns wie eben ein Lichtfeld umhüllend nun zu stärken. Wir sind so dankbar. Danke, danke. Lass dich jetzt einfach tragen. Lass dich halten von diesen 10 großen Qualitäten, den allergrößten Eigenschaften. Wenn du willst, Charaktereigenschaften, Persönlichkeitsmerkmale.
Und vielleicht fällt es dir leichter, wenn du dir einfach so jemand vorstellst aus diesen Ebenen, aus den Ebenen der Heiligen, der Buddhas, der Engel, Erzengel. Vielleicht hast du so einen Nahbezug zu jemandem, dann ruf diese Seele. Wir laden natürlich von ganzem Herzen alle Engel, Erzengel, Heiligen, Buddhas, alle Wesen des Lichts ein, zu uns zu kommen, die Übung mit uns zu machen, gemeinsam zu machen. Vielleicht hast du jemanden, wo du das Gefühl hast, da bin ich ganz nahe. Vielleicht ist es Jesus, vielleicht ist es Kuan Yin, vielleicht ist es Buddha, vielleicht ist es Mutter Maria, Maria Magdalena sehe ich ein paar. Ruf einfach jetzt den oder die Heilige, wo du das Gefühl hast, da fühle ich mich ganz nahe, da fühle ich mich einfach immer gut, verbunden, geborgen, verstanden. Dann lass jene Heilige, jenen Heiligen einfach jetzt an deiner Seite Platz. Und jene Heiligen oder Engeln, die jetzt da sind, die zeigen uns über ihre besondere Kraft, dass es eben eine höhere Ebene gibt, Liebe zu empfinden. Liebe zu sein, Liebe zu senden, Liebe auszudrücken und das Gleiche mit allen anderen 10 Qualitäten. Wir halten jetzt über jene Heilige, die jetzt an unserer Seite ist, ein tieferes Verständnis dafür, dass diese 10 Eigenschaften, diese 10 Qualitäten, einfach reiner Sinn, unbegrenzter Sinn, größer Sinn, höher Sinn als unsere menschlichen Eigenschaften dazu. Unsere menschliche Form der Liebe ist sehr beschränkt. Sie hat viele Bedingungen oft, wie alles in uns sehr oft Bedingungen hat, Erwartungen hat. Und diese 10 höchsten Qualitäten wollen uns sagen, dass wir loslassen können. Loslassen können von Erwartungen, Anhaftungen, von Bewertungen, von im Prinzip allem Wenn dann. Gerade in der 2. Qualität, in der Vergebung ist es ja so. Vergeben kann man vielleicht, aber wir haben oft Bedingungen dazu. Ja, ich vergebe dir, wenn dann.
Oder ich komme auf dich zu, wenn dann. Oder ich unterstütze dich, wenn dann. Das sind alles diese menschlichen Zugänge zu diesen wertvollen Charaktereigenschaften, Fähigkeiten, Qualitäten in uns. Und die wollen wir anheben auf ein neues Level. Und dieses neue Level ist dieses Edel, was wir da sehen, was eben ausdrückt in jeder der 10 Qualitäten, in den Kalligraphien, dieses bedingungslose, erwartungsfreie, absichtslose, urteilsfreie. So, lass dich jetzt mal durchführen durch die Qualitäten der 10 höchsten Eigenschaften. Und vielleicht kommt eine ganz besonders, wo du spürst, ja, da wär's gut, da wär's fein, wenn es mir gelingt, einfach mich weiterzuentwickeln. Und dann spürst du einfach rein, Schritt für Schritt. Oder es kommt eine Qualität ganz klar heraus. Eben aus der Liebe, aus der Vergebung, aus den anderen 10 besonderen Qualitäten. Da zeigt sich eine ganz bewusst für dich. Allein nur zu wissen, dass die größte Liebe, die bedingungslose Liebe, die Kraft hat, alle Blockaden des Lebens zu schmelzen, das wäre schon auch Antrieb genug, oder? Zu spüren, da möchte ich wachsen, da möchte ich tiefer reinkommen und eben
Empfinden von Liebe auf einer neuen Ebene, aber auch im Schenken von Liebe auf einer neuen Ebene. Oder eben in der Vergebung, in der größten Vergebung, die bedingungslose Vergebung, wenn wir allen vergeben können, dann erschafft es ein so großes Feld und Wohlbefinden in uns, voller innerer Freude und innerem Frieden. Aber halt erst dann, wenn wir befreit sind von all den Ansprüchen, all den Abhängigkeiten dazu. Also wenn wir größtes, bedingungsloses Mitgefühl in uns haben, dann haben wir die Quelle gefunden, die Energie, Ausdauer, Vitalität und die Immunkraft stärken kann. Auf ganz besondere Weise. Vierte Qualität, das größte Licht und die größte Transparenz. Dagon Min hat die Fähigkeit, alles Leben zu transformieren. Aber damit ist nicht jetzt einfach der menschliche Zugang aus unserer menschlichen Ausstrahlung heraus gemeint, sondern wirklich einfach unsere größte Ausstrahlung zu schaffen, unser größtes Licht zu schaffen. Größtes bedingungsloses Licht für alle zu sein. Allen unser Licht zur Verfügung stellen zu wollen. Allen unser Licht schenken zu wollen. Egal wie jemand gerade zu mir war und seine Vergangenheit war. Und es braucht natürlich auch ein großes Ausmaß an Egofreiheit, nämlich an größter Demut. Rajendeh, diese größte bedingungslose Demut, sie ist nicht nur deswegen wichtig, weil sie uns schützt vor unserem Ego und vor den egoistischen Ansätzen in uns, sondern sie kann auch Ego transformieren. Und das ist so wichtig, weil wir wollen ja weiterkommen im Leben. Da braucht es Demut, weil das, was wir vielleicht bisher wahrgenommen haben, dass wir aus unserer ich-bezogenen Geisteskraft heraus Dinge erreichen können, ist zwar begrenzt richtig, aber man könnte noch viel, viel mehr erreichen, wenn diese Ich-Bezogenheit sich löst. Wenn wir uns wünschen, dass es allen gut geht, dass wir alle in Harmonie miteinander sind, dann sind wir in der sechsten Qualität, Dahoshin, die bedingungslose, größte Harmonie, der Wunsch für alle in Harmonie zu leben, der Wunsch, dass es allen gut geht, ist der Schlüssel für auch den eigenen Erfolg. Zur siebten Qualität dann Dajangshen, den größten Erblühen. Wenn ich dorthin komme, dass ich wirklich in dieser Fülle bin und nicht nur in einer gefühlten Fülle, sondern dass ich auch Fülle in meinem Leben materialisiert, erst dann habe ich die wirklichen Ressourcen dafür, richtig groß etwas auf dieser Welt zu bewegen. Wenn du bisher gedacht hast, dein Weg, anderen zu helfen, braucht kein Geld, dann kannst du auch das überdenken. Auch das ist eine Form von Ego, dass ich mir selber nichts zugestehe. Die Yin-Ausprägung von Ego, dass sich selber
sehr schwach sehen und sehr klein sehen. Dabei, es darf alles Geld der Welt zu dir. Es darf die ganze Fülle der Welt zu dir, weil erst dann kann man richtig Großes bewegen für diese Welt, die so sehr in Problemen steckt. Dann sind wir bei der größten Dankbarkeit dran am Ende. So wie die größte Harmonie als Basis für Erfolg gilt, so ist die größte Dankbarkeit nach dem Erfolg sozusagen der weitere Schlüssel, dass sich's weiter fortsetzt. Der Schlüssel zum Fortschritt. Wenn es dir vielleicht gerade nicht gut geht, kann eben genau die größte Dankbarkeit der Schlüssel sein, dass du dich schnell wieder erinnerst. Für wie viel du dankbar sein kannst. Und schon bist du wieder verbunden, schon bist du wieder mit der Kraft des Himmels verbunden, das tun wir damit. Mit diesen 10 Qualitäten sind verbunden mit all der Unterstützung des Himmels. Und die größte Dankbarkeit darin kann genau dieser Schlüssel sein. Oder die 9. Kraft, die kann auch ganz viel bewegen, wenn es uns gerade einmal nicht gut geht. Nämlich da vor Wut, der größte bedingungslose Dienst. Das Dienen selbst ist der Sinn des Lebens, gibt dem Leben Sinn. Und gerade in Phasen, wo es uns vielleicht einmal nicht so gut geht, wenn es uns da gelingt, den Schalter umzulegen und zu sagen, okay, ich gehe jetzt mal raus aus der Beobachtung von mir selbst und meiner Situation. Und ich gehe rein in Möglichkeiten, andere zu unterstützen. Ich richte mich dorthin aus, wo ich anderen helfen kann. Wirst du sehr wahrscheinlich schnell merken, dass da vor Wut dieses bedingungslose Dienen, egal wie es mir gerade geht, egal wie meine Situation ist, dass das enorm viel Kraft freisetzt. Durch die Kernqualität des Dienens, nämlich eben dem Leben Sinn zu geben, entsteht eine ganz neue Kraft in dir. Und die 10. Qualität ist die Qualität der größten Erfülltheit, das größte Glückseligsein für die Seele, die größte Erleuchtung, Dayana. Es ist ihr höchstes Ziel und auch der höchste Zustand, den du erreichen kannst. Und der eigentliche Grund, warum du da bist. Nämlich deiner Seele zu helfen auf ihrer Reise der Erleuchtung. Und so kann es sein, dass die ersten 4 Qualitäten dich sehr angesprochen haben. Kann sein, dass du spürst, ja, da gibt es eine besondere Basis, die ich zunächst einmal stärken mag, nämlich Liebe, Vergebung, Mitgefühl und Licht. Und du spürst, dass du aus dem heraus, aus der Fähigkeit heraus zu dienen und dankbar zu sein, dann auch besondere Weiterentwicklung einfach nach oben schaffst.
weil alles eigentlich geht darum, dass du in deinem Licht wächst, dass deine Seele in ihrer Kraft, in ihrer Reinheit wächst. Das ist der eigentliche Schlüssel. Sie kommt in so viele Leben, um Beitrag zu leisten, um ihre Gaben, ihre Fähigkeiten auszuleben und schlussendlich um das höchste Ziel, nämlich Dayuanman, die Erleuchtung, diesen hohen Zustand des Erfülltseins, des Lichtseins zu erreichen. Und dabei hilft eben, dass wir immer darauf achten, wo kann man was Gutes damit leben. Das davon, wo gelingt es uns, anderen zu helfen, dass es ihnen besser geht, dass sie sich besser fühlen oder auch gesundheitlich besser geht oder dass wir einfach einen Beitrag leisten der Stärkung anderer. Aber eben, wie schon gesagt, ein Schlüssel ist auch, allein schon dankbar zu sein für alles, was wir haben. So wie alle 10 Qualitäten ein einmaliger Schlüssel sind. Und sie uns eben so in einem Lichtfeld tragen. Und wenn wir darin dann sind für ein paar Minuten, so wie jetzt, kannst du spüren, dass du eben einfach aufdankst. Das wollen wir jetzt tun, einfach mal aufdanken. Im Feld der Tau-Kalligraphien, im Feld der 10 höchsten Qualitäten. Wieder zurück, vielleicht zeigt sich genau jetzt ein der 10 Qualitäten für dich, wo du merkst, okay, ja, dort möchte ich jetzt die nächsten Stunden oder Tage bewusster dran arbeiten. Dann kannst du schauen, ob du in den Büchern, die du hast, oder vielleicht hast du sogar die Tau-Kalligraphie-Karten in kleiner Form, oder sogar große Kalligraphien bei dir. Oder vielleicht weißt du, wie man sie schreibt. Dann kannst du dich so vertiefen. Auf diese Weise sie aufnehmen. Und integrieren. Wir wollen stellvertretend jetzt einfach mal aufnehmen in der Form, dass wir alle 10 noch stärker wirken lassen, indem wir ihre Einsatzgeheimnisse
entweder mitsingen oder einfach für uns singen lassen. Dr. Master Shah hat sie beschrieben, ihre Qualität in 4 Zeilen, Dajin B in 5 Zeilen. Und das wollen wir jetzt einfach einmal wirken lassen auf uns, wenn diese Qualitäten uns auch beschrieben werden. Are you blessed, not blessed?
Lass uns da tiefer eintauchen. Einfach weiter tiefer in diese 10 größten bedingungslosen Qualitäten. Are you blessed, not blessed? Drittes Mal tauch mal ein und spür diese wundervolle Ausrichtung auf den Himmel, auf die Quelle und vielleicht deine Verbindung zu diesem Heiligen, den du vorher schon wahrgenommen hast. Und jetzt auch die Qualität, die sich vielleicht zeigt für dich, die besonders gestärkt werden. Sein
而大苦暗处，我原谅你，你原谅我，相爱平安和谐，三大慈悲。愿力增强，福无众生，功德无量，四大光明，我在道光中，道光在我中，同体透明，无大谦卑，柔弱不争，持虚精进，是谦卑，叠万丈，六大和谐，三人同心，其利断金，成功秘诀，七大长生，到此应付，行善积德，道业长生，八大感恩，道生德扬，栽培慈慧，道恩永存，九大福，是为公仆，无私奉献，上乘法门，十大圆满，灵心脑身圆满，人地天道神仙体，夫修炼才可攀。好啊 ，Are you blessed? Not blessed. 你 are super blessed. 感谢 Master Sha. Lass jetzt dieses Feld für dich einfach kurz nachwirken. Und schau, was auch an Hinweis kommt. Wenn du im Leben gerade vielleicht Entscheidungen treffen magst, oder dich fragst, wo die Richtung hingeht, oder dich fragst, was gerade hilfreich ist, an Qualität weiterzuentwickeln, schau, was sich zeigt. Kommt nicht nur eine Qualität oder mehrere vielleicht für dich ganz besonders stark, kommen vielleicht auch Botschaften. Nutze jetzt noch die Zeit, diese eine Minute noch am besten, um da jetzt gut hinzuhören. Was ist deine ganz persönliche Botschaft der 10 Da-Qualitäten für dich? Yeah.
Ich spüre noch einmal abschließend alle 10 Qualitäten der Heiligen des Himmels, des Göttlichen, der Quelle für dich, wie sie dich tragen, stärken, unterstützen, die Richtung geben, die Antwort geben. Egal welche Herausforderung da wäre, in den einzelnen Qualitäten liegt überall die Antwort dazu. Es gibt keine Antwort, die da nicht irgendwo in diesen Qualitäten vorhanden wäre. Da liegt auch die Lösung, weil die 10 da, sie sind der Weg. Sie sind der Weg durch jede Herausforderung. Sie sind der Weg zu einem glücklichen Leben, zu einem erfüllten Leben. Sie sind der Weg zu glücklichen Beziehungen. Sie sind der Weg zu Erfolg am Arbeitsplatz und vieles mehr. Weil sie eben diese Kraft der Quelle in sich tragen. Und die Quelle schlussendlich manifestiert alles für uns. Je klarer auch wir sind, je mehr da wir sind, je mehr bedingungslos wir sind. Das heißt auch nicht, dass ich nicht weiß, wo die Richtung hingehen darf. Ich kann ganz klar sein in meinen Wünschen, in meinen Richtungen. Aber ich darf das dann auch loslassen. Aber wenn ich ganz klar weiß, okay, das ist die Richtung. Auf diese Weise möchte ich gern wirken auf Mutter Erde. Das ist das Potenzial des Himmels. Das ist die Stärke, die da ist. Dann kann ich sie bedingungslos loslassen und das kann sich manifestieren. Das heißt, diese 10 bedingungslose Qualitäten heißen nicht nichts zu tun, sondern sie heißen einfach, dass wir alles tun, aber ohne egoistischen Aspekt dahinter, ohne Ich-Bezogenheit, aber sehr wohl, wenn man ganz viel. Wir sind sehr aktiv, sehr ausgerichtet. Und so bedanken wir uns bei all den 10 Qualitäten, 10 Eigenschaften der Quelle, des Himmels, der Heiligen. Wir danken uns bei allen Heiligen, die da waren, die uns begleitet haben. Wir danken uns für die Botschaft, die gekommen ist, oder die Botschaften, die Reinigung, die geschehen durfte, weil einfach nur diese 3 Zyklen von Dr. Master Shah gesungen zu hören, sind tiefe, tiefe Reinigung, wenn das jemand für uns singt, so wie er, der einfach diese 10 Das für sie verkörpert und für uns alle verkörpert und uns allen schenkt in der größten Reinheit. Brigitte Jovic schreibt: Danke, lieber Martin, dieses wundervolle Feld hat mich eine tiefe Ruhe oder eine Ruhe von besonderer Tiefe geführt. Danke den 10-Tag-Qualitäten. Danke, Master Shah. Genau. So, schick mal bitte wieder alle, die gekommen sind, alle, die mitgechantet haben, mitgeübt haben, mitmeditiert haben, alle Heiligen, alle
Gehe dann wieder liebevoll an ihre Orte zurück. Und hau, hau, hau. Danke, danke, danke. Wir lieben euch, wir lieben euch, wir lieben euch. Auch in unserem Kreis natürlich persönlich, die über 20, die jetzt persönlich da waren, wir lieben einander, wir lieben einander, wir lieben einander. Wir lieben natürlich uns, wir lieben uns, wir lieben uns. Gong, song, gong, song, gong, song. Danke, danke, danke. Martina schreibt noch zum Abschluss: Vielen Dank für die segensreiche und stärkende Stunde. Danke für das großartige Feld von der Petra. Albana schreibt: Danke, lieber Martin, es war herzlich. Welches Buch hat alle 10 Qualitäten? Gibt viele Bücher, die man empfehlen kann, also eben die einzelnen, kennt ihr sehr wahrscheinlich. Es gibt zum Beispiel natürlich auch das Buch der 10 Qualitäten aus dem Heilungsfeld der Tao-Kalligraphie raus, das grüne Buch zum Beispiel. Das ist eines, das uns auch durch die 10 Qualitäten führt. Es gibt, ich muss da kurz einblenden, gibt mittlerweile mehrere Bücher. Also im Prinzip alle aktuellen Bücher haben es in sich, in doppelter Bedeutung. Also sie haben die 10 Qualitäten in sich, zum Beispiel im Buch der Tao-Kalligraphie des Rückens werden sie beschrieben. Also sie werden finden überall ihre Beschreibung wieder. Und das Schöne ist, Dr. Master Shah bringt gerade oder hat es gerade gefloht auch ein aktuelleres, neueres Buch über 10 Qualitäten. Also kommt auch was ganz was Schönes, Neues. Ja, allen, die uns jetzt begleitet haben, dann auf YouTube, die das Video später anschauen. Danke fürs Zuschauen. Schreibt gerne eure Kommentare unten in den Chat. Alles Liebe und einen super schönen Tag. Bye.